Zugeschaltet ist jetzt aus Köln Dr. Jürgen Zastrow, Impfarzt und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln. Willkommen und guten Tag. Erst einmal eine Frage, Herr Zastrow, über das aktuelle Geschehen. Dreimal geimpft, frisch genesen. Was habe ich davon und vor allem wie lange? Nun ja, die Impfung gegen Corona, wie jede andere Impfung, hat eine begrenzte Wirkung und die natürlich über die Monate irgendwann abfällt. Und so gibt es entsprechende Empfehlungen. Wer sollte sich also nachboostern lassen, also zweite Boosterung, insgesamt vierte Impfung? Das sind diejenigen, die über 70 sind. Das sind diejenigen, die im Altenheim wohnen und auch diejenigen, die im Altenheim arbeiten und Menschen mit Immundefizit. Da allerdings auch schon ab dem Alter von 5 Jahren. So, das ist also die gültige Empfehlung. Dazu kommen, das sind also Menschen, die sollten sich innerhalb von 3 Monaten nach der ersten Boosterung nachboostern lassen. 6 Monate Nachboosterung gilt für das restliche medizinische Personal als Empfehlung. Aber da gibt es natürlich auch in dieser Verordnung des Robert-Koch-Instituts, da kann man das nachlesen, dass ist auch noch mal explizit aufgeführt, dass natürlich immer eine ärztliche Entscheidung ist, im Einzelfall Menschen nachzuboostern, die es eben brauchen. Aber Fakt ist, jede Impfwirkung lässt irgendwann mal nach. Aber um auf Ihr Beispiel einzugehen, auch die Infektion hat natürlich einen Infektionsschutz. Und wir gehen immer so davon aus, Pi mal Daumen, für ungefähr 3 Monate. Also, Sie sind geboostert und haben dann Ihre Corona-Infektion innerhalb der letzten 6 Wochen. Dann würde ich sagen, warten Sie noch mal 6 Wochen ab und denken dann nach, abhängig von Ihrer gesundheitlichen Situation, über eine Nachboosterung. Oder auch später. In meinem Fall, also ich bin 67 und habe tatsächlich jetzt erst ein halbes Jahr nach der ersten Boosterung mich jetzt gerade vor 2 Wochen nachboostern lassen. Das sagst du, es ist so, die Amerikaner unterscheiden sich jetzt genetisch nicht von den Europäern. Langsam sagen die Amerikaner aber dort diese zweite Boosterimpfung ab 50 und wir reden gerade hier in Deutschland ab 60. Ich dachte, es ist genug Material auf dem Markt, um sich impfen zu lassen. Also das ist eine gewagte These, dass die Amerikaner sich nicht von uns unterscheiden. Aber gut, wollen wir das mal hinnehmen. Natürlich gibt es verschiedene Meinungen im Gesundheitswesen. Es gibt verschiedene Meinungen bei den Gutachtern. Es gibt aber verschiedene politische Meinungen und unterschiedliche Lagen. Und die amerikanische Politik ist natürlich sehr vom öffentlichen Meinungsbild und auch vom medialen Bild abhängig und richtet sich sehr danach. Und ich glaube, wenn Sie jetzt mal 10 Länder nehmen auf der Welt, die haben 10 verschiedene Regelungen. Und man kann das sicherlich auch so sehen wie die Amerikaner, das kann man auch vertreten. Wir haben hier, wie wir wissen, von der Ständigen Impfkommission eine eher zurückhaltende Strategie immer erlebt. Und Herr Lauterbach setzt sich auch dafür ein, ab 60 schon zu impfen. Und ich denke, man soll das individualisieren und tatsächlich am Ende des Tages mit seinem Arzt besprechen. Herr Zastrow, nun sagen die Amerikaner, dass Moderna und BioNTech Pfizer empfohlen werden. Gilt das denn auch für Deutschland oder weil die Amerikaner anders sind, wie Sie sagen, bei uns ist es dann auch anders? Ja, bei uns ist manches anders. Gott sei Dank. Die Empfehlung ist tatsächlich, sich am besten mit dem impfen zu lassen, was man schon mal hatte. Wir haben ja gehofft, dass wir im März einen Omikron-Spezialimpfstoff kriegen. Der ist in eine gewisse Ferne gerückt. Da gibt es noch keine Marktzulassung und vielleicht kriegen wir den im Mai oder auch noch später. Allerdings hat sich bisher herausgestellt, dass die BioNTech-Pfizer-Impfung immer noch die größte Wucht entfaltet und auch die größte Nachhaltigkeit. Und man sollte sich also eigentlich mit dem Impfstoff impfen lassen.